Buchstaben werden zur Literatur, Steine zur Architektur, Töne zur Musik, 1 und 0 zu Interfaces und Interfaces zur Kommunikation. Das ist Kreativwirtschaft. Jedes Handy ist auch ein Stück Design und zugleich ein Weltmarkt in jeder Hand, voll von kulturellen Inhalten, Büchern, Musikstücken und Filmen. In Deutschland fasst man unter Kultur und Kreativwirtschaft 11 Branchen zusammen. Über die klassischen Kulturbranchen, Literatur, Musik, darstellende Kunst, bildende Kunst, bis hin zu Design, Architektur und Games. Und dabei geht es nicht um öffentliche Theater, Museen oder Bibliotheken, sondern um die Unternehmer und ihre Angestellten, die diese Kulturprodukte herstellen und vertreiben. Das waren 2017 immerhin 1,1 Millionen Menschen in Deutschland, davon 250.000 Selbstständige, Freiberufler und Unternehmer und zusätzlich nochmal 900.000 Beschäftigte. Kreativwirtschaft ist also eine wichtige Wirtschaftskraft wie die Energie- und Automobilindustrie. Die digitale Revolution nun, fast jeder kennt sie, beruht sie doch auch auf dem Verhalten eines jeden Einzelnen. Jeder, der im Zug oder sogar beim Fußgängerüberweg nochmal schnell eine Serie schaut oder ein E-Book runterlädt, ist Treiber dieses digitalen Wandels. Die Kreativwirtschaft ist dabei Vorreiter wie leider auch Getriebener. Vorreiter zum einen, weil sie neue und auch exklusive Inhalte schafft, die nur digital existieren. Ob Kunst im virtuellen Raum, ob Games. So wuchs der Markt für Spiele-Apps 2017 um 40% auf fast 700 Millionen Euro Umsatz. Spiele-Apps haben damit den PC als beliebteste Spieleplattform abgelöst. Und 6 Millionen Deutsche haben das sogenannte Cloud Gaming schon mal ausprobiert. Oder bei E-Books. Fast 4 Millionen Menschen ab 10 Jahren kauften E-Books in Deutschland. Hier täuscht jedoch das allgemeine Image, man lese vor allem digital. Nur knapp 5% aller Bücher waren 2015 E-Books. Doch Inhalte werden nicht nur digital produziert, sondern auch digital vertrieben und auf weltweiten Plattformen verkauft. Ein Beispiel, wir hören heute immer öfter Musik per Streaming. Seit 2017 sind genau diese Streaming-Dienste nun größer als die Umsätze als aus dem Verkauf von CDs und kommen auf einen Marktanteil von 47% am deutschen Musikmarkt. Für Musiker und Musikindustrie führt dies auch zu Verlusten, da der größte Streamingdienst der Welt, wir alle kennen ihn, YouTube, nur sehr geringe Honorare oder Abgaben zahlt. Und schließlich Gewinne, die in international tätigen Online-Streamingdiensten anfallen, werden nur bedingt in Deutschland versteuert. Und dies hat auch noch weitere Folgen, denn schließende Buchläden oder Kinos sind auch eine Verarmung für Stadtteile. Digitalisierung öffnet noch mehr Optionen. Innovative Arbeitsweisen und Internationalität, die vorher nur wenigen unter großen Kosten erlebbar war. Eine gestiegene Teilhabe an Kultur ist die Folge. Das ist eine Mission zum Beispiel des Google Cultural Institutes, das in Paris sitzt, die weltweit schon mehr als 6 Millionen Kunstwerke digitalisiert haben. Für den Schulunterricht eine unglaubliche Bereicherung. Die Digitalisierung der Kreativwirtschaft schafft auch neue Arbeitsplätze und gibt Chancen für die Jugend. Und zwei Drittel der unter 16- bis 24-Jährigen sehen Games, Unternehmen als interessante Arbeitgeber für sich selbst. Der digitale Wandel der Kreativwirtschaft ist also in vollem Gange und er kann gestaltet werden, denn er wird von uns, den Kulturfans und Usern gemacht. "2028, meine Vision. Wir haben die Hände wieder frei, es gibt keine Handys mehr. Wir können wieder produktiver mit unseren Händen arbeiten. Wir unterrichten in den Schulen digital. Es entstehen völlig neue Kunstformen. Wir haben neue Museen für digitale Künste. Wir haben auch vielleicht neue Messen für digitale Künste. Wir haben einen fairen Ausgleich zwischen Technologie und Inhalten. Und Künstler und Kreative, die Verlage und Vertriebe können besser als heute von ihrer Kunst leben. Kurz, dann gibt es noch mehr Kunst. Und das wünsche ich mir.